So, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von der Not So Berry Challenge. Wir sind hier wieder auf Twitch unterwegs, sind gerade hier live unterwegs und streamen. Ja, das letzte Mal war Mint ja so ein bisschen heartbroken, denn sie hatte ja eine Affäre oder eine kurze Affäre, sagen wir, ein Ausrutscher mit Sebastian, einem verheirateten Mann, der bereits 3 Kinder mit einer anderen Frau hat, mit seiner Frau hat. Aber Mint hat leider so ein bisschen Gefühle ihm gegenüber aufgebaut und sie haben gemeinsam ein Kind. Die kleine Ruby, die rothaarige, die hier sitzt. Sebastian steht zwar zu Ruby, allerdings möchte er natürlich auch bei seiner Familie sein und hat die Affäre zu Mint beendet. Aber Mint kommt darüber noch nicht so ganz hinweg. Und wir haben noch so ein paar Sachen, die wir mit Mint machen müssen. Ich starte das Ganze hier mal. So, ich hoffe, der Ton ist so gut. Ich habe gerade eine Disney Legacy Challenge aufgenommen und irgendwie war mir alles schon wieder zu leise. Deswegen muss ich alles so ein bisschen lauter machen. Und wir haben einen Hype Train. Was ist denn da los? Ich fasse es noch kurz fertig zusammen. Moment, ich gehe da gleich drauf ein. Also sie ist jetzt schon eine Ufologin. Sie ist Rang 6 von 10. Wir müssen ja Level 10 erreichen der Wissenschaftskarriere. Wir müssen die Schelmfähigkeit und die Logikfähigkeit maximieren. Das haben wir hier auch schon. Und sie macht gerade Erziehung. Das ist gut, weil sie bringt hier gerade, ich glaube, irgendwie Flashkarten einfach bei. Schelm hat sich hier voll. Und wir müssen auf jeden Fall noch die Elemente-Sammlung vervollständigen. Und da fehlen uns leider noch ein paar. Aber sie muss bald arbeiten. Wann muss sie arbeiten? In 5 Stunden. Ab von 10 bis 19 Uhr muss sie arbeiten. Da düsen wir nämlich auch wieder ins Wissenschaftslabor, was ich gebaut habe. Übrigens auch hier auf Twitch. Und da hoffe ich, dass wir die letzten 4 Elemente auch finden, damit wir hier die Generation abschließen können, die erste. Und dann beginnen wir mit der zweiten Generation, mit unserer Ruby. So, Gott, ich habe schon wieder Sammelwasser getrunken hier. Honey, hi! Gott, was ist denn da jetzt gerade passiert? Was ist hier? Genau, genau. Chrissy, danke schön für 10 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Hallo Misha, wünsche dir und Hubert noch alles Gute nachträglich zur Hochzeit. Bleibt beide so, wie ihr seid und bleibt beide bitte gesund. Auch wenn Hubert eine Erkältung hat, wünsche ihr gute Besserung. 10 Monate schon, krass. Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück. 10 Monate ist echt der Wahnsinn. Die Zeit rennt, Leute. Die rennt richtig. Und richte ich nochmal aus, weil sie hat irgendwie seit gestern ziemlich Halsschmerzen und heute Morgen ist sie mit stärkeren Halsschmerzen aufgewacht und ja, ich knuddel sie nachher mal. Ich brubbel immer so ihre Füße ein, dass sie schön warme, eingemuckelte Füße hat, damit sie schnell wieder gesund wird. Shelly Baby, auch dir vielen lieben Dank für 4 Monate. Muah. 4 Monate, wow, die Zeit rennt. Und wie? Und wie? Bubi, wie, auf was hast du die Lebensspanne eingestellt? Die habe ich ganz individuell eingestellt. Nein, Mäuschen, nein. Mach das nicht. Und Ruby hat noch 7 Tage als Kleinkind. Och, süß. Und dann wird sie bereits ein Schulkind sein. Erholt euch alle gut, aber es ist nun mal die Grippezeit, ja. Das stimmt, das ist einfach die Grippezeit. Wollte fragen, ob Mint noch ein Baby bekommt. Ja, Mint möchte ja eigentlich gar nicht so viele Kinder. Vielleicht, ich will es nicht ausschließen, das kann sein, muss aber nicht sein. Nicole, dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Hi Misha und Chat, alles Liebe noch zur Hochzeit, euch beiden tollen Mensch. Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe es irgendwie hinbekommen, meine Schulter zu verletzen. Was? Ich kann fast nichts mehr mit dem linken Arm machen. Mental ist auch gerade blöd und es gibt freche Lehrer an der Schule, das macht mich so sauer. Oh nein, Sammy. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Wenn ich das Zeichen von meinem Namen sehe, bin ich eines der ersten Abos von dir, oder? Ja, bist du. Bist du. Tatsächlich. Eisliege, hi, schön, dass du da bist. Dankeschön für 9 Monate. Wir haben ein Twitch-Baby. Funktionieren die Alerts eigentlich? Funktionieren die? Ich kriege die gar nicht mit. 9 wundervolle Monate hier mit vielen schönen Momenten mit dir und der FoobCity. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Passend dazu ein Twitch-Baby hier. Ansonsten bleib wie du bist. Du sympathische Mausi, fühl dich gedrückt. Oh, Eislilie, danke schön. Danke schön. Warum haben wir denn keine Alerts? Wir haben keine Alerts. Follow-Alert kann ich wieder anmachen? Oh. Warum haben wir keine Alerts?
Das ist echt komisch. Wie gesagt, Leute, das Update hat mir alles zerrissen irgendwie. Meine Overlays. Das ist jetzt auch doof hier zu gucken, wie das jetzt, also mitten im Stream zu schauen, woran das liegt, oder? Ich muss da auf Stream einfach mal reinschauen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Man sieht die Alerts, aber man hört keinen Ton. Hä? Das ist ja komisch. Ich wollte gerade sagen, so, hä, verpasse ich irgendwie die Hälfte? Ich sag ja, irgendwie ist der Ton total anders. Ich musste so viel lauter stellen, weil man sonst gar nichts gehört hat. Wann kann man ein Update? Nicole, mein PC hat geupdatet. Und dann zerreißt er mir immer super viel. Nee, im Stream nachgucken, das, ich will jetzt irgendwie nicht irgendwie 10, 15 Minuten hier gucken, woran das liegt. Weil das ist ja dann auch für die YouTube-Aufnahme total langweilig und so. Deswegen, ich mach das dann später. Hör auf, Blödsinn zu machen. Müssen wir dich ausschimpfen. Kleine Maus. Erziehung, aktuelles Verhalten, Maßregeln, entschieden und Enttäuschung wegen angerichtetem Chaos ausdrücken. Und dann muss sie das leider wegmachen. Nenja, hi. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich ärgere mich gerade, dass die Alerts irgendwie nicht funktionieren. Aber da muss ich dann später nochmal reinschauen. Die Follower-Alerts hatte ich ausgemacht, aber jetzt habe ich sie wieder angemacht, weil wir das letzte Mal gebottet wurden. So. Zum Glück hat sie das Merkmal selten müde. Oh mein Gott, sie wird ja auch bald älter. In 7 Tagen feiern wir einen Doppelgeburtstag. Wir feiern einen Doppelgeburtstag. Und sie die starke Blutlinie, das ist so krass. Mal gucken, ob sich Sebastian nochmal meldet. Fängt dich schon wieder an, Unsinn zu machen. Du hast unten Spielsachen. Du hast Spielsachen. Was soll das? Nein. Erziehung. Aktuelles Verhalten, Maßregeln, entschieden. Und jetzt Anordnung, kein Chaos anzurichten. Wenn Enttäuschung nicht klappt, dann müssen wir das leider anordnen. Darf ich fragen, wie lange du die Altersspanne für junge Erwachsene eingestellt hast? Uff. 24? 32? Irgendwie so. Kann ich ja mal eben nachschauen. MCC. Einstellungen. Dauer, Altersspanne. Mensch. Junge Erwachsene. 30. 30 habe ich eingestellt. Noch ein Baby mit Sebastian. Ich weiß nicht, ob sich Sebastian nochmal auf Mint einlassen würde, weil er möchte ja seine Frau nicht betrügen. Er hat sich ja ganz offensichtlich für seine Frau und gegen unsere Mint entschieden. Deswegen weiß ich nicht, ob das irgendwie nochmal zustande käme. Achso, ich stream noch in Just Chatting. Dankeschön. Dankeschön. Ich muss ja noch auf Sims 4 ändern. Das hat mich schon wieder ganz kirre gemacht hier mit unseren Alerts. Deswegen habe ich das schon wieder vergessen. Tut mir leid. Tut mir leid. Oh, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Sie muss ja sowieso gleich zur Arbeit. Melli, hi, schön, dass du da bist. Nicht mit Sebastian, das wäre Elodie nicht, gegenüber nicht fair. Genau, genau, deswegen. Okay, danke fürs Nachsehen. Sehr gerne. Habe ich das sehr gerne gemacht. Kayla, nein. Nein. Hier willst du nicht ein bisschen was spielen, kleine Maus? Hier, spielen. Wie sehen deine Fähigkeiten eigentlich aus? Bewegung 3, Denken 4, Fantasie 2, Kommunikation 4, Töpfchen 2. Ist schon nicht schlecht, oder? Finde ich schon nicht schlecht. Seht ihr auch irgendwo? Hast du nicht hier noch das Tablet? Gucke mal. Dann kannst du mal Sim-Shape spielen. Spiel mal Sim-Shape. Und aufs... Nee, geh mal bitte erst aufs Töpfchen, damit wir Töpfchen fertig haben, weil das wird dann alles wesentlich entspannter, sobald wir das fertig haben. Und wir machen natürlich auf der Arbeit mit. So. Gott, so tüdelig heute. Es tut mir leid, dass ich heute total durch den Wind bin. Und mein Tee steht hier auch schon seit, keine Ahnung, 3 Stunden und ich komme nicht dazu, ihn richtig zu trinken. Und er ist selbstverständlich kalt. Wie soll es auch anders sein? Aber kalter Tee schmeckt auch. Nicht so gut wie warmer Tee, aber kalter Tee schmeckt auch. Ich habe Sabbelwasser getrunken. Ich bin nur am Quatschen. Das passiert, wenn ich länger nicht streame. Ich blubber euch voll ohne Ende und bin nur... Kommt auf den Tee an. Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Hmm.
Guck mal, unser Kollege freut sich auf jeden Fall, dass wir da sind. Damon, hallo. Pionier der Technologien, das fand ich ja sehr schön. So, das ist unser Labor. Ich glaube, ich habe das so noch gar nicht richtig gezeigt. Das habe ich gebaut. Zum Teil hier auf Twitch, zum Teil quasi privat. Und ja, hier sind das so alte so Abwasser von der Produktion vom Labor. Das wird dann hier in diesem Klärwerk hier gereinigt und dann hier sauber und frisch und trinkbar und nicht schädlich für die Umwelt hier in den See entlassen. So, also hier haben wir einen Parkplatz. Hier haben wir die Rakete. Hier haben wir natürlich auch einen Wohnbusch. Wie soll es anders sein? Hier kommt man rein. Hier ist so der Eingangsbereich. Oh, der ist aber auch hübsch. Lukas Munch. Oh, nee. Munch will ich nicht. Mit Munch habe ich schlechte Erfahrungen. Hier sind dann Toiletten drin und so Duschkabinen, wenn man sich irgendwie... Ja, man weiß ja nie, mit was man so experimentiert und so. So ein paar Ausstellungsstücke. Dann kommt man hier so in diesen Gerätebereich. Und ja, oh Gott, der geht schon nach unten. Den werden wir gleich verfolgen. Hier ist das Büro vom Laborleiter. Hier haben wir ja das Gewächshaus, weil wir brauchen ja die Pflanzen, um Serien herzustellen. Hier unten, weil das ist ja hier eine geheime Tür, gehen wir runter. Und hier ist schon einer der Alien-Forscher. Hier sind schon einige, hier sind tatsächlich sogar Urnen von Aliens. Also das ist so schon ein bisschen creepy. Hier ist so ein Untersuchungszimmer, noch mit so einer Akte. Das heißt, sie dürfen eigentlich auch niemals herausfinden, dass Mint eine Außerirdische ist, weil sonst landet Mint eventuell auch hier auf diesem Ding. Und das wollen wir natürlich nicht. Oder halt landet hier drin und wird gefangen gehalten. Und das wäre natürlich sehr tragisch. Hier ist schon jemand umgekommen, hier wurde ein UFO geborgen. Und hier geht's nach 6M. Kontakt zu Aliens aufnehmen. Oh, das würde ich gerne machen. Ist die Frage, ob Mint bereits hier von diesem Kellergeschoss weiß. Wir können auch sagen, sie erfährt erst von diesem Keller, wenn sie Stufe 10 erreicht hat. Vorher darf sie nicht in diesen Keller gehen. Das wäre auch eine Idee, oder? Ich hasse es, wenn die Galerie nicht richtig funktioniert. Keine Online-Funktionen möglich. Was? Wird die gerade wieder gewartet, oder wie? Das Labor sieht sehr schön aus. Dankeschön. Wäre aber eine coole Story. Das stimmt. Beim nächsten Stream baue ich den Friedhof. Also entweder mache ich die Hochzeitslocation weiter, die ich ja schon angefangen habe. Oder wir bauen den Friedhof. Also Sonntag bauen wir auf jeden Fall wieder im Livestream. Sonntag 10 Uhr. Und ich glaube, ich werde da nochmal eine Abstimmung machen, ob wir jetzt endlich mit dem Friedhof anfangen oder ob ich die Hochzeitslocation fertig baue, weil ich die ja im Let's Play dann noch brauche. So, hier geht es dann die Treppe hoch. Hier ist dann so der Forschungsbereich. Hier ist eine Klonmaschine, eine Robotikstation. Hier sind noch so ein paar Forschungsobjekte und ein paar Kristalle. Die braucht man ja auch. Hier hat man auch so eine Forschungsstation mit Chemielabor, mit Mikroskop. Wir haben hier den Erfindungserbauer. Wir müssen eine Schwebelampe erfinden. Guck mal, das können wir ja hier schon mal machen. Dankeschön für 55 Bit, Agi. Dankeschön. Mua. Drück dich ganz lieb. Hier haben wir auch nochmal so einen Raum, ein bisschen größer als hier. Hat aber so die gleichen Inhalte. Und hier haben wir die Chemielabore, auch mit diversen Serien. Natürlich überall auch Computer, wenn man das ja auch braucht. Das ist die Etage. Wir haben hier noch so einen kleinen Balkon. Und dann geht es hier nochmal hoch. Und das ist dann so der Pausebereich von den Mitarbeitern mit einem Fitnessstudio, weil das auch im Original vertreten war. Natürlich auch mit Dusche und so. Wir haben hier eine Küche. Wir haben hier einen Cafeteria-Bereich mit Futterautomaten. Und natürlich Geldautomaten, damit man hier das Geld da reinwerfen kann. Und hier werden auch Besprechungen abgehalten. Deswegen habe ich hier nochmal so ein Schild. Aber hier kann man auch einfach mal sitzen, entspannen, ein bisschen abschalten und einfach seine Mittagspause genießen. Ja, das ist... Das ist das Grundstück, das ist das Labor. Paula, danke schön für 9 Monate Prime. Mua. Vielen, vielen lieben Dank. Auch schon 9 Monate, krass. Hallo, 9 Monate. Nochmal alles Liebe nachträglich zur Hochzeit. Vielen Dank. Ich dekoriere nebenbei meine Insel, damit sie bis zum großen Update fertig ist. Vielen lieben Dank für so vieles. Oh, Paula. Sag mir mal Bescheid, wenn du Zeit hast, also vorzugsweise eher so Richtung Wochenende, dass ich mal wieder auf deine Insel kommen kann.
Weil ich bin auch gerade so ein bisschen am Umbauen, weil ich auch eine Farm möchte. Mal gucken, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Weil Animal Crossing und ich ist schwierig manchmal, weil irgendwann bin ich frustriert und denke so, ah nee, meine Insel sieht scheiße aus und dann mache ich aus. Ja, das bin ich und Animal Crossing. Jolina, schön, dass du da bist. Und Anitoni, hi, auch schön, dass du da bist. So, eine Pflanze gießen. Das kriegen wir hin. Eine Klomaschine. Oh, wir können eine Klomaschine erfinden. Also das snacken wir auf jeden Fall schon mal. Und Gerät erfinden. Eine Klomaschine. Wir brauchen ein beliebiges, gewöhnliches Metall. Also zwei und Kristalle. Das heißt, ich werde hier mal wieder. Oh, er ist schon zum Senior gealtert. Weil davor war er noch nicht ein Senior, oder? Wir werden hier um Metall bitten. Und warte, 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 warte. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo. Und ich würde gerne um was anderes noch bitten. Ist das okay? Um Kristall bitten. Dankeschön. Mit Ayan plaudern. Nein! Und ansehen. Hör auf, das anzusehen. Wir müssen produktiv sein. Und irgendwie ist halt alles so ein bisschen überbelichtet, kann das sein? Na, dann muss ich mal zu euch beiden. Oh, Farina, gerne. Sehr, sehr gerne. Ich mache jetzt auch die Not so Berry Challenge. Viel Spaß, Annika. Ganz viel Spaß wünsche ich dir. So, hier brauchen wir auch Metall und Kristall. Ach ja, unser Vater ist ja das letzte Mal gestorben. Oh, das habe ich schon wieder voll vergessen. Dino ist ja das letzte Mal gestorben. Das ist bitter. Das ist bitter. Ich will eine Klonmaschine erfinden, bitte. Und eine Pflanze müssen wir gießen. Die brauchen doch überhaupt kein Wasser oder so gerade. Wir können nichts gießen. Das ist unfair. Ich glaube, hier können wir auch nichts gießen. Aber wir könnten hier so ein paar Sachen noch ausbuddeln. Vielleicht finden wir sogar noch ein paar Kristalle. Die können wir dann zu Georad schicken, dass wir dann diese Elemente bekommen. Hier, diese hier, weil die brauchen wir ja auch für unsere Aufgabe hier. Warum gehst du jetzt pinkeln? Hä, so dringend musst du doch gar nicht. Es ist wundervoll, wie Mint wieder auf mich hört. Ich habe noch nie im Labor gespielt. Interessant mal zu sehen. Ich habe da am Anfang gespielt, wo ich das Pack neu hatte, weil ich das super faszinierend fand. Und ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, wo man spielt. Ob man sich wirklich selber was baut oder ob man das von EA benutzt oder sich was aus der Galerie runterlädt. Weil das von EA, wenn wir mal ehrlich sind, ist nicht so geil. Hey, warum kommst du da nicht dran? Natürlich, komm runter hier. Ich spiele jetzt nicht ein bisschen die Vorgeschichte von Snow White und bin fast so weit, dass ich dann in die Schneewittchen-Challenge starten kann. Wie findet ihr den Namen Eva Lanaria? Der ist cool. Der klingt sehr melodisch. Die Leiste ist versucht. Du musst doch gar nicht so dringend pinkeln. Solange es nicht rot ist, muss das Tim nicht pinkeln. So ist das. Nein, 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 nein. Du bleibst hier. Hier hingehen und jetzt Gerät erfinden. Klonmaschine. Komm, bitte. Geht's jetzt? Na, gucke mal. Geht doch. Was ist dein Problem? Wir können auch ein paar Screenshots von ihr machen. Weil irgendwie haben wir so wenig Screenshots von ihr, habe ich das Gefühl, oder? Oh, unsere Mint. Unsere Mint. Das ist schön. Sie ist auch noch eine junge Erwachsene, ne? Ich glaube, die Generation schaffen wir easy. Oder was meint ihr? Ich glaube, das schaffen wir echt easy. Haben wir es geschafft? Yes! Yes! Oh, wir müssen eine Pflanze klonen. Das können wir hier mal einpacken. Haben wir noch eine Pflanze? Ja, dann kommen wir hierher bitte. Und dann. Wir können eine Paprika klonen. So, und dann Objekt klonen. Mal gucken, wie das funktioniert. Ob es funktioniert. Hört ihr das Spiel? Und? Das sieht nicht gut aus. Das hat nicht geklappt. Oh wow. Okay, das versuchen wir nochmal. Oh no! Länger bleiben.
Wir müssen auf jeden Fall länger bleiben. Mint ist leider so ein kleiner Karrieresim. Geht leider nichts. Denn die Sims dürfen ja gar nichts selbst entscheiden. Nope, dürfen sie nicht. Dürfen sie nicht. Ich habe mich bei dir durch deine französischen Namen in deiner Disney Legacy inspirieren lassen. Ich glaube, es klappt jetzt. Ich habe meine Snow Felicie Léon ausgesprochen genannt. Oh, das ist cool. Hä, hey, das gilt nicht? Eine Frucht oder eine Pflanze? Oh, Paprika ist keine Frucht. Aber ist das nicht eine Pflanze? Hier, vielleicht das hier. Objekt Klon. Hör auf, die Sachen anzugucken, komm. Das müsste ja dann hoffentlich klappen, oder? Und wir müssen den Simray verbessern. Hier haben wir den. Oh, das scheint zu klappen. So. Simray verbessern. Sitzen. Yes, es hat geklappt. Es hat geklappt, Gott sei Dank. Guck mal, das ist eine Pflanze, das ist gut zu wissen. Und wir müssen ein Serum klonen. Haben wir noch eins? Nee, aber dann klonen wir hiervon einfach eins. Wir dürfen das nicht angrabbeln. Schade. Schade. Judith, hi, schön, dass du da bist. Also müssen wir erst ein Serum herstellen. Hier, wir machen mal... Komm, wir machen rot und heiß. Und das klonen wir dann. Mali, sei schön, dass du da bist. Und Emosims, auch hallo dir. Hallöchen. Wann kommt die Disney Legacy Challenge wieder? Ich hoffe Freitag. Ich poste auf YouTube und auf Discord auch immer meinen Sendeplan für die Woche. Das mache ich immer montags fertig für die ganze Woche. Und dann, ja. Also es kann immer mal was dazwischen kommen. Deswegen so für spontane Änderungen, wenn mal was ausfällt oder was später kommt oder so, folgt mir da gerne auf Instagram. Da gebe ich nämlich immer Bescheid. Haben wir das geschafft? Ja! Guckt mal, wir haben das tägliche Experimentieren abgeschlossen. Und du kannst den Simray gerne wieder mitnehmen. Serum-Klon. Ja, die anderen Sachen müssen wir dann gar nicht mehr machen. Und wir haben immer noch voll viel Zeit. Das ist voll gut. Dann können wir ja doch noch unseren hübschen Kollegen suchen. Oder? Ich kann es mich auch so aussprechen, aber eigentlich spricht man mich nicht so amerikanisch aus. Wie spricht man den Namen denn aus? Judith? Ist Judith richtig? Dezember, Mami. Hallo, schön, dass du da bist. Sammy, ja, habe ich. Ich habe eine ganz, ganz liebe Cutterin gefunden und ja, das geht dann im November los. So Anfang, Mitte November. Je nachdem, wann sie bereit ist, weil sie noch im Umzug ist. Guck mal, das klonen wir trotzdem. So, es wird jetzt geklont. Ja, genau so. Okay, ich bin immer ein bisschen unbedarft bei Namen. Ich spreche Namen oft falsch aus. Es tut mir leid. Ich mache mir jetzt Pommes zum Frühstück. Es ist 14 Uhr. Hört ihr das? Hier ist eine Autoalarmanlage angegangen gerade. Willkommen zurück, Paula. Schön, freut mich sehr, dass du jemanden gefunden hast. Dankeschön. Vielen Dank. Okay, ich glaube, die Alarmanlage ist jetzt wieder aus. Habt ihr das gehört? Wir haben hier auch noch... Ach, wir haben Stimmen. Wir haben Bella und Dino. Oh. Ist noch am Überlegen, bauen wir da einen Friedhof? Wäre schon irgendwie angebracht, oder? Einer meiner Sims 4 Spielstände ist einfach weg. Was kann man da tun? Hast du ein Backup gemacht? Wäre auch für Friedhof. Okay, dann machen wir auf jeden Fall einen Friedhof. Wir können ja entweder einen nehmen, den wir dann schon haben, oder wir laden einen aus der Galerie runter. Oder vielleicht habt ihr ja auch irgendwie schöne Friedhöfe. Ja. Ey, warum hat er sich umgezogen? Hallo, wir sind hier Business, ja? Das soll hier alles seriös sein. Okay, wo ist unser... bringt wahrscheinlich nichts mehr jetzt noch was zu suchen, oder? Wo ist unser hübscher Mitarbeiter? Ich habe den einmal bei der Arbeit gesehen und seitdem ist er nie wieder aufgetaucht. Unser Jonathan. Aber ich glaube, Jonathan hat momentan auch Probleme in seiner Ehe.
Sie wurde nicht befördert. Oh no. Oma, aber dann kann man da leider nichts machen. Wenn es erstmal weg ist, dann ist es leider weg. Schau dir gerne mein Video zu. Habe ich das? Also ich habe hier Sims-Hilfe. Da müsste auch, also ich habe auf jeden Fall auch ein Video gemacht, wie man Spielstände sichert, zu Backups erstellen und so. Das ist nicht passiert, aber das muss man halt leider vorher machen. Ja, Farina, du bist aber auch wirklich sehr viel am Rumreisen. Oh, hallo kleine Maus. Hier, wir rufen mal den Papa an, oder? Komm, wir rufen den Papa an. Dann kann der sich nämlich auch ein bisschen um die Kleine kümmern. Und ich hole mal hier das Essen raus, weil dann können nämlich Ruby und Mint... Ist noch genug da? Ja. Ruby und Mint erstmal ein bisschen was essen. Ich weiß gar nicht, ob sie Hunger hat. Oh ja, sie hat Hunger. So, guten Appetit. Hä, ich dachte, das ist jetzt leer. Hä, ist das jetzt verbuggt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Aber warum hast du eigentlich dein Winteroutfit an? So kalt ist es hier drin doch gar nicht. Hier Dresser, Outfit. So. Guck mal, ist doch viel angenehmer, kleine Maus. Und Mama sollte dich vielleicht mal duschen. Oder Papa! Vielleicht mag Papa dich ja baden. Hallo, Papa! Hallo, Papa, kannst du mich baden? Mama macht das immer nicht. Baden bitte. Oh. Ich habe übrigens festgestellt... Schaut euch mal Sebastians Ohren an. Er hat ja wirklich diese Elfenohren, sag ich mal. Und schaut euch mal die Ohren von Ruby an. Wow, zeig mir mal dein Ohr, kleine Maus. Bleibst du mal kurz stehen? Sie lässt mich ihr Ohr nicht zeigen. Habt ihr es gesehen? Das ist auch so ein bisschen spitz. So, jetzt sieht man's. Da, jetzt sieht man's. Ist auch so ein bisschen spitz zugelaufen. Auch so ein bisschen elfisch quasi. Das finde ich total süß. Nini, danke schön für den Zap. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Ich finde das so schön, dass Ruby auch so ein spitzes Öhrchen hat. Also spitze Ohren generell. Und sie ist müde. Ich dachte, okay, dann kümmern wir uns um Sebastian. Hallo Sebastian. Also sie würde ihn definitiv wieder anflirten. Und er umarmt sie einfach, weil sie haben halt schon eine Vergangenheit zusammen, aber Mint ist halt noch in Sebastian verliebt. Aber Sebastian nicht in Mint, weil Sebastian sich natürlich für seine Frau entschieden hat, was ja auch richtig ist, weil er Eloise ja liebt. Natalie Rose, dankeschön für den Follow. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn ich schon endlich mal live dabei sein kann, nach über einem Jahr muss ich meinen Sub da lassen. Und Nili, dankeschön. Hat es vorher zeitlich nicht gepasst? Oder hast du mich jetzt erst gefunden? Oder wie war das? Ich will die beiden ja auch so ein bisschen mal so alleine so vor sich hinreden lassen und einfach mal gucken, was passiert und auch gucken, was von Sebastians Seite auskommt. Ja, wir ziehen mit auch mal um. Sie trägt die ganze Zeit die Laborbrille. Ihr habt natürlich recht, wir ziehen sie um. So. Besser. Ich hoffe, sie bleiben spitz. Bei meinen Sims war es nicht so, obwohl sie auch am Anfang so spitz waren. Echt? Oh no. Okay, dann müssen wir echt gucken, wenn Mint Geburtstag hat. Durchnässen? Oh, du bist ja gemein, Mint. Oh! Habt ihr das gesehen? Die Voodoo-Puppe hat uns angegriffen. Die hat uns angegriffen. Aber wir können ja noch ein bisschen Voodoo machen, oder? Praktizieren und liebkosen. Weil sie weiß ja, okay, Sebastian möchte das eigentlich nicht so gerne, aber er kann mir nicht verbieten, die Puppe zu liebkosen. Das ist total, das ist so albern. Aber es ist irgendwie süß. Irgendwie ist das süß. Mal gucken, hat es eine Auswirkung? Ich glaube, er ist jetzt kokett. Er ist jetzt kokett. Nein, 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 du bleibst mal hier. Du bleibst mal hier. Hier, setz dich hier mal wieder hin. Und vielleicht kannst du dich ja so ein bisschen... Nein! Nein! Ihr sollt ankuscheln.
Das habe ich nicht gemacht. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Okay, sie plaudern nur. Nee, nicht Ruby hier absetzen. Ihr sollt euch zusammen hier hinsetzen, bitte. Ihr sollt euch bitte wieder zusammen hinsetzen, okay? Ey, wo gehst du hin? Zum Waschbecken. Hände waschen. Warum Hände waschen? Hier, wir werden mit dir plaudern. Wir werden mitfühlen. Und dann können wir uns dann vielleicht zusammen hinsetzen? Nee, faulenzen. Ich will mich zusammen mit dir hier hinsetzen. Geh nicht weg, Sebastian! Sebastian, komm her. Vielleicht flirten wir ihn doch mal an. Einfach nur flirten. Einfach nur flirten. Handhygiene. Genau, Handhygiene ist wichtig. Weggesack! Hi, ich sehe, dass du da bist. Warum hast du eine 20? TwitchCon Amsterdam. Das habe ich auch noch nicht gesehen, das Icon. Mua. Da geht das schön drauf ein. Vielleicht sollten wir das nicht vor der Tochter machen? Können wir uns vielleicht einfach aufs Sofa setzen? Ginge das? Ich will mich aufs Sofa setzen, Mann. Warum redest du übers Bett? Oh, ich bin so müde. Oh, ich weiß nicht, was ist dezent genug? Also wir können ja fragen, ob er über Nacht bleiben möchte, weil natürlich nur wegen Ruby, dass Ruby ein bisschen was von ihrem Vater hat. Natürlich nur so. Okay, eine Pyjama-Party, das klingt toll. Das sind gute Voraussetzungen. Jette, hallo, schön, dass du da bist. Und Zoe Blob, danke schön für dein Follow. Der Kuss kam von Sebastian. Anscheinend liebt er zwei Frauen. Das kann gut sein. Jetzt doch schlafen. Aber warum kommt er mit hoch? Jetzt einfach pennen gehen, oder was? Das war jetzt denkbar unbeeindruckend. Bei Ruby muss ich einmal an Fubi Roundhouse denken. Das kenne ich gar nicht. Nicht machen? Was denn nicht machen? Ich glaube, sie muss sowieso gleich wieder zur Arbeit. 3 Stunden, ja. So, dann darfst du pinkeln gehen und ein kurzes Bad nehmen. Ruby hat in, ich glaube, jetzt 6 Tagen Geburtstag. Oh, guck mal, du musst auch Pipi. Komm, ab aufs Töpfchen, kleine Maus. Und vielleicht schaffen wir das noch. Wir haben kein Essen. Absetzen. Hey, nee, lass sie mal bitte in Ruhe. Lass sie mal bitte in Ruhe. Wir müssen noch mal was kochen. Aber mit ein bisschen mehr Abwechslung. Wir können nicht schon wieder Macaroni mit Käse machen. Hier, Eier und Toast. Das ist doch eine gute Abwechslung, oder? Ah, Jumanji habe ich nie gesehen. Suche einen anderen netten Mann für sie. Sie hat ja nichts gemacht. Sie hat ihn wirklich nur zum Übernachten eingeladen. So, sie macht jetzt Pipi, genau wie die Mama. Gut. Sehr, sehr gut. Mal gucken, wann sie irgendwie von Sebastian loskommt. Mal gucken, ob sie überhaupt Gefühle ihm gegenüber hat. Nö, hat sie gar nicht. Aber als sehr attraktiv. Es ging ja auch von Sebastian aus. So, ich spule mal ein bisschen vor. Der schreit nach Abstimmung. Sollen wir weiter eine Affäre haben oder nicht? Ich glaube, Pepper versucht, Mint auch so ein bisschen zu verkuppeln. Aber sie kommt halt noch nicht so ganz über Sebastian drüber weg. Das hat man ja wieder gesehen, dass die wieder von alleine auch Sachen gemacht haben. Eier und Toast ist geil, ne? Mm, Eier und Toast ist lecker. Ey, du solltest doch hier Pipi machen. Komm. Mach Pipi. Mach Pipi. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Einladen, zusammen zu kochen. Oh ja, das ist süß. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Aber ich dachte, du kochst jetzt mit mir. Ziemlich attraktiv ist doch Wonderful Rims, oder? Das kann sein, ja. Und er verabschiedet sich jetzt von seiner Tochter. Oder auch nicht. Er mag den Einrichtungsstil nicht. Wow!
dein Haus ist jetzt auch nicht der Burner. Das sieht aus, als sei der Spiegel runtergefallen, oder? Man kann ihn fragen, ob er sich für Mint von seiner Frau trennt. Wenn er das nicht möchte, kann man ja die Beziehung beenden. Das ist perfekt. Das ist perfekt, das fragen wir. Das fragen wir. Romantik? Ist das bei Romantik? Ist es bei gemein? Wo geht das? Andere Sims? Sich trennen von. Wollen wir das machen? Wollen wir Sebastian drum bitten, sich von Eloise zu trennen? Ich mache mal eine Umfrage. Das dürft ihr gerne entscheiden. Neue Abstimmung. Soll Mint fragen? Also die ganze Frage passt wahrscheinlich nicht rein, aber soll Mint fragen, ob er sich von ihr trennt? Ja oder nein? Und dann ist es ja immer noch die Frage, was Sebastian dann antwortet, weil er liebt Eloise natürlich. Aber vielleicht kann es ja auch sein, dass bei denen einfach die Luft raus ist. Wenn er sich nicht trennt, dann weiß man ja, dass er sie liebt. Falls er sich trennt, ist die Liebe nicht genug. Das stimmt. Das stimmt. Macht er das dann sicher oder kann er auch Nein sagen? Ich meine, er kann auch Nein sagen. Ich glaube, dafür brauchen die zwei mehr Liebesleiste. Naja, wenn er Nein sagt, dann weiß aber Mint auch, woran sie ist. Und vielleicht kann sie das Thema Sebastian dann endlich abschließen und sucht sich dann tatsächlich einen neuen. Das wäre ja auch was Schönes. Ich meine, das würde Mint natürlich das Herz brechen, aber ich glaube, dann kann sie damit auch einfach abschließen. Also ich glaube, das könnte ganz gut sein. Und die meisten sind auf jeden Fall für ja. Mit 31 Stimmen Mehrheit. Das wird spannend, das wird richtig spannend. Das wird richtig spannend. Also ich glaube, ich kann tatsächlich schon drücken, so wie das hier aussieht. Die Zeit läuft noch ab. Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, worauf ich mehr hoffe. Also es wäre natürlich schön, wenn die so eine Familie werden würden. Es kann auch sein, dass Sebastian und Minta zusammenkommen, aber dann merken so, eigentlich passen wir gar nicht zusammen und sich dann doch wieder trennen. Nee, trennen geht nicht freundlich. 44 sind für ja und 6 sind für nein. Ich glaube, ich kann tatsächlich schon drücken. Ja, okay. Dann fragt er. Oh Gott. Ich meine, ich kann ja nochmal gucken, ob das bei freundlich geht. Aber ich meine, das geht nicht bei freundlich. Hier andere Sims. Nee, das geht nicht. Man kann nur noch anderen Sims fragen, aber nicht fragen wegen Trennen. Puh, okay. Und? Würde er sich für Mint von Eloise trennen? Oh. Oh, das sieht nicht gut aus. Was redest du denn? Was redest du denn da? Wir sind verliebt. Oh, die arme Mint. Okay, dann fragt sie um einen Abschiedskuss. Und dann... Ich weiß, das ist total albern, Abschiedskuss, aber... Ich will, dass sie sich noch einmal küssen. Und dann... Dann muss Mint... Leider sich von... Nein! Allein durchschicken. Wir haben hier gerade ein Drama. Nein, du gehst jetzt nicht arbeiten. Ja. Noch ein Kuss. Noch ein letzter Kuss. Und dann muss ich Mint leider von Sebastian verabschieden. Ja, Farina, du hast ihn gut erzogen. Weißt du, Jenny, hi. Das ging jetzt von ihm aus. Oh. Ja, hier meine Modliste findet ihr unter Ausrufezeichen Modliste. Das ging jetzt von ihm aus. Kann es sein, dass er nicht von Mint loslassen kann, aber... dass er nicht von Eloise loslassen kann, aber trotzdem Mint auch nicht verlieren möchte? Will er sich jetzt beide warm halten? Oh.
Er ist schon gemein, wenn er sich nicht von Eloise trennt, aber immer noch mitküsst. Das kam jetzt auch schon wieder von ihm. Oh mein Gott, Leute. Also ich schicke sie jetzt zur Arbeit. Oh Leute, wir müssen eine Abstimmung machen. Wir müssen eine Abstimmung machen. Das geht nicht. Das geht nicht. So, was? Ja, zur Tagespflege schicken. Danke. Was machen wir für eine Abstimmung? Was möchte Sebastian? Nur Eloise? Beide Frauen? Oder Mint als Affäre? Oder er kann sich nicht entscheiden. Okay, das passt nicht rein. Er kann sich nicht steht da jetzt. Aber er kann sich nicht entscheiden, soll das heißen. Also ich habe jetzt drinstehen, dass er nur Eloise möchte. Das heißt, er spielt mit Mint. Oder er möchte Mint als Affäre, weil er Mint irgendwie auch nicht ganz loslassen kann. Oder er kann sich einfach wirklich nicht entscheiden, weil er Gefühle für beide Frauen hat. Ich mache mal eine Abstimmung. Und bin gespannt, wie ihr das seht. Weil er flirtet auch von sich aus so viel mit ihr. Und das kann eigentlich gar nicht sein. Weil wir haben jetzt gefragt, ob er sich eventuell von... Alter! Von Eloise trennen möchte, aber... er liebt sie halt zu sehr. Mint braucht eine neue Herausforderung bei der Arbeit. Wie soll sie den Chef darauf ansprechen? Vorschläge unterbreiten? Ja, Vorschläge unterbreiten. Mint hasst es, darauf warten zu müssen, bis andere ihr ihre Ideen vortragen. Und deshalb macht sie ihrem Chef ein paar Vorschläge für neue Herausforderungen. Der Chef von Mint ist begeistert von so viel Tatenkraft und lobt sie. Schön, Leistungsverbesserung mittelgroß und mittelgroß. Sehr gut. Hervorragend. We love the drama. Das ist echt richtig krass. Ich habe ihn wohl doch nicht gut erzogen. Sebastian macht einfach so... sendet so verschiedene Signale. Okay, Sebastian mag Wellness nicht. Okay. Okay. So, ihr Lieben, ich verabschiede mich an der Stelle. Meine Pause ist leider vorbei. Bis zum nächsten Mal. Also, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch eine ruhige Schicht. Er kann sich nicht entscheiden. Okay, also... nur Eloise sind nur 3 Leute dafür. Mint als Affäre sind 23 Leute dafür und er kann sich nicht entscheiden, sind 30. Das heißt, Sebastian möchte nett sein. Er möchte Eloise treu sein. Und Mint und Sebastian haben ja nicht nochmal miteinander geschlafen. Und beide fragen halt auch nicht so nach dem Motto, na, knicke die Knackenack. Sondern sind halt wirklich distanziert, können es aber halt auch nicht so richtig lassen und flirten trotzdem irgendwie noch so ein bisschen, weil das irgendwie so von alleine geht. Ich meine, Sebastian flirtet ja auch viel mit Mint, also dann weiß er wahrscheinlich wirklich nicht, dass er was er will. Dann hat er wahrscheinlich einfach Gefühle für beide. Camille! Dankeschön für 13 Monate! Gott, das ist gerade voll in diesem... Wow! Wow! In diesem Drama mir vorbeigegangen. Krass! Vielen lieben Dank, Kami, für 13 Monate. Drück dich, meine Liebe. Okay, ich übergebe mich auch manchmal, wenn ich mich selber rieche. Hier, nimm mal ein kurzes Bad, bitte. Ich schaue dich jetzt am Fernseher weiter, weil ich nebenbei zusammenräume. Okay, alles klar. Viel Erfolg, Baby. Es kann aber auch sein, dass er nur bei Eloise bleibt wegen der Kinder. Naja, es sagt aber, dass er Eloise liebt. Also er hat ja wirklich gesagt, spinnst du, wir sind verliebt. Wo ist es? Hier, was redest du denn da? Wir sind verliebt. Also er findet Mint auch irgendwie interessant. Aber er kann halt von Eloise nicht so richtig loslassen. Oh nein, das Essen ist vergammelt. Oh nein. Ja, Mama, bade mich bitte. Mama, bade mich bitte. It's Mirikamil. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hi, schön, dass du da bist. Und Julie, gute Besserung. Bade mich bitte, Mama. Ich stinke so sehr. Okay, mein Schatz. Ich bade dich jetzt. Dann kann ich dich auch wieder besser riechen. Fräulein Puppe, danke schön für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Stacy, hi. So, wir müssen noch ein bisschen gucken. Jetzt ist es 6 Tage, morgen sind es 5 Tage.
Töpfchen hat sie voll. Denken und Kommunikation. Ja, Fantasie hat sie nicht so viel. Deswegen, ich lasse sie gleich mal hier so ein bisschen damit spielen und wir müssen unbedingt neues Essen machen. Weil das können wir knicken. Ich glaube, ich mache einfach nochmal hier Eier mit Toast. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ich war halt so abgelenkt von dem Drama mit Mint und Sebastian, dass ich vergessen habe, das Essen in die Küche zu räumen. Passiert. Upsi. Ja, vielleicht will er es nicht wahrhaben, dass er Luis doch nicht liebt, sondern Mint. Es kann halt alles sein. Ich weiß es nicht. Aber sie sind halt eigentlich auch so eine süße Familie und ich will sie halt auch nicht auseinanderreißen. Also mehr als flirten oder mal Händchen halten oder so würde ich halt nicht einleiten. So alles darüber hinaus ist halt so, müsste halt von ihm ausgehen. Weil ich würde Mint ihn jetzt auch nicht mehr küssen lassen, außer es kommt halt von Sebastian aus. Das heißt, ich steuere es nicht. Mint rennt im Handtuch rum und Sebastian ist wieder da. Ist Sebastian wieder da? Tatsache, der ist schon wieder hier. Hä, warum ist er schon wieder hier? Oh, sie bittet um Flashkarten. Und, oh mein Gott, wir haben... Warte, Wasser? Okay, hat nichts mit Sebastian zu tun. Ich dachte schon, der MCC sagt jetzt, dass die sich getrennt hätten. Das wäre ja jetzt wirklich sehr interessant gewesen. Woher ist der Sessel aus Rubys Zimmer? Das ist aus dem, Alter Mint. Aus dem, Pufferhead, Stuffpack. Ja, stimmt, der hat einen Schlüssel. Halt wegen der Kleinen. Komm, Mint. So, es kommt erstmal hier in den Kühlschrank. Es ist so süß. Er ist einfach so ein toller Vater. Er ist so ein toller Vater. Oh hier, ich muss mal auf Mint machen. Ich will den Plumbob hier nicht im Gesicht haben. Das ist so süß. Oh, Leute. Es ist so süß. Ah. Halten. Was machst du denn jetzt schon wieder mit der Puppe? Also... Sie ist schon ein kleines manipulatives Miststück. Also Wude würde sie auf jeden Fall immer wieder machen. Aber so von sich aus. Sie hat Hunger. Vielleicht sollten wir das Essen doch nochmal rausholen. Und dann rufen wir mal zum Essen. Ja, zum Essen rufen. So, das räumen wir mal weg. Hier ab im Mülleimer. Ich glaube, wir müssen den Müll auch mal wieder rausbringen. Er ist richtig süß mit der Kleinen. So. Kommt auch schon angedackelt. Was willst du machen? In Toilette planschen. Nee, lass das mal lieber. Was macht ihr gerade mit Mint? Mint hat so ein bisschen Herzschmerz, weil Sebastian ihr das Herz gebrochen hat, aber Sebastian trotzdem zweideutige Signale sendet. Und deswegen weiß Mint nicht, woran sie ist. Aber er geht toll mit der gemeinsamen Tochter um. Also es ist... Es ist schwierig. Es ist echt schwierig mit denen. Na komm, kleine Maus. Sebastian ist richtig ein Familienmensch. Und sie hat schon wieder die Voodoo-Puppe in der Hand. Das gibt's doch nicht. Was machst du denn die ganze Zeit? Ja, die Post nochmal. Magst du vielleicht dein Essen aufessen? Das wäre vielleicht mal ein Anliegen. Ups. Ups! Er hat sich auf jeden Fall jetzt hingesetzt. Wir können ja mal fragen. Und, hat's gut geschmeckt? Hier, wir fragen einfach mal. Serum testen? Damit denn Sim böse wird. Nee, nee, nee. Böse wollen wir nicht. Oh. Wir könnten ihm aber auch diverse Serien geben. Aber das ist schon arg manipulativ, oder? Das ist schon arg manipulativ. Wir werden ihn einfach nochmal ein bisschen kennenlernen. Ganz unschuldig. Das kommt weg, das kommt da rein, damit das nicht wieder vergammelt. So, du bist hier bei Papa, das ist schön. Und du kannst hier noch ein bisschen mehr spielen, damit du hier noch ein bisschen weiter levelst. Aber sieht schon echt gut aus, finde ich, oder? Oh, Emosis, es ist aber schön gewesen, dass du da warst. Danke dir. Ach, Gideon! Gideon wird Vater. Guckt euch das mal an. Das ist ein Kollege von uns.
die bekommen ein Kind. Oh, Cecilia hat geheiratet. Schön. Schön für sie, das freut mich. Oh, wie die Kleine sich freut, dass Papa da ist. Ich komme nicht drauf klar. Wie die sich einfach freut. Oh, es ist so süß. Warum muss das so niedlich sein? Das ist so ein Drama. Mint ist ein Alien, ja. Aber Ruby nicht. Ruby hat das Magier-Gen von ihrem Papa abgekriegt. Ist das süß. Hast du auch mal Bock, in Sims Squid Game zu spielen? Ich habe die Serie ja noch nicht gesehen, tatsächlich. Ich habe auch keine Ahnung, worum es geht. Das ist, man irgendwie Kinderspiele spielt und dann kann man dabei sterben, irgendwie sowas in der Art. Aber ich habe die Serie tatsächlich noch nicht geguckt. Habe ich aber auf jeden Fall noch vor. Entweder mit oder ohne Hubby. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob sie, ob das so ihr Genre ist. Was möchtest du jetzt machen? Herumlaufen. Kommst du bitte wieder ins Haus? Komm ins Haus. Nein, Sebastian! Nein. Bleib bitte. Bitte bleib. Wir dürfen nur noch freundliche Aktionen machen, Leute. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Wir werden... Ich habe keine Ahnung. Wir werden ein Kompliment über das Outfit machen. Oh, er bleibt da. Gott sei Dank. Und sie braucht Spaß. Wie geben wir ihr denn jetzt am besten Spaß? Und er freut sich auf jeden Fall. Bleibt er jetzt? Bleibt er jetzt oder geht er trotzdem? Oh, ich krieg's auch leider nicht los, ne? Das merkt man bei Mint irgendwie kaum. Ich habe die Serie auch noch nicht geguckt, by the way. Ja, Mint kann halt so ein paar Sachen machen. Och, süß. Hier mitfühlen und Persönlichkeit analysieren. Aber sie läuft halt auch die ganze Zeit in ihrer Tarnung rum. Knicki-knacki macht Spaß. Das müsste dann auch von Sebastian kommen. Er ist immer noch gekettet. Ich meine, wir können ja ihn noch mal pieksen, oder? Liebkosen. Beep P-Sims. Oh Gott. Das ist aber auch manchmal creepy mit dieser Voodoo-Puppe. Guck mal, wir versuchen das noch mal. Kosen. Guten Mittag, das wollte ich sagen. Gott. Alter. Das stimmt mit der Puppe nicht. Haben wir was falsch gemacht? Oh, guck mal, jetzt lässt sie uns. Oh Gott. Kann man ihn dadurch sehr kokett machen? Ich habe die Serie gesehen, weil ich neugierig war. Ich war dann nach dem ersten Game verstört, also nichts für schwache Nerven. Oha. Rainbow, danke schön für dein Follow. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, die sieht echt aus wie bei Phasmo. Okay, er will jetzt noch was essen. Also Mint braucht auf jeden Fall ein bisschen Spaß. Oh, wie sie tanzt. Oh. Och, süß. Sie braucht auch Spaß. Was willst du machen? Mit der Puppe spielen. Hier, geh mal aufs Töpfchen bitte. Und dann darfst du mit der Puppe spielen und dann darfst du schlafen. Es ist ja auch schon sehr, sehr spät. Und wir beobachten die beiden einfach mal ein bisschen. Ja, ihr Herz ist halt immer noch wegen ihm gebrochen, ne? Aber so richtig rausschmeißen kann sie ihn trotzdem nicht. Hm? Wow, okay, da hat jemand spontan Geburtstag. Wenn du mit Kleinkindern spielst, bringt das auch Spaß. Oh, dann können wir das ja gleich mal machen. Das ging schon wieder von Sebastian aus. Sie hat die ganze Zeit diese Puppe in der Hand. Ich finde das irgendwie super spannend. Ich weiß auch nicht. Ja, Sebastian hat Geburtstag. Happy Birthday to you. Ich habe auf zu lesen. Setz dich mal zu ihm. Vielleicht kannst du dich jetzt so ein bisschen anlehnen. Einfach ein bisschen anlehnen, geht das nicht? Drück mal deine Bewunderung aus.
einfach so ein bisschen anlehnt oder so. Das ist wahrscheinlich bei Romantik, ne? Gnadenlos kitzeln. Oh, wir werden eine Massage anbieten. Freundschaftlich. Wir werden freundschaftlich eine Massage anbieten. Wenn er sich ein Zeichen sendet, dann massieren wir ihn. Das ist nichts Unanständiges. Ja, es war ein super spontaner Geburtstag. Hast du letztens eigentlich noch einen Drucker bekommen? Ich habe einen Drucker, ja. Ich habe einen Drucker, danke. Möglich Alpha CC. Alpha CC habe ich gar nicht, von daher kann ich da nichts empfehlen. Das tut mir leid. Hast du ihm wieder ein Kompliment gemacht? Was machen die? Mit Sebastian über Temperatur reden. Oh, jetzt führen sie Smalltalk. Das ist schön. Oh, sie sind soeben gute Freunde geworden und er bringt den Müll raus. Hm. Welchen hast du genommen? Ich habe den Epson ET4700 genommen. Pack die Puppe weg. Er ist so kokett. Okay, er kommt wieder rein. Ich räume die Sachen hier mal wieder rein. Das sieht ja schrecklich aus, der Vorgarten. Was machst du denn mit der Puppe die ganze Zeit? Und warum haben wir auf einmal zwei? Nicht durchnässen! Oh, das funktioniert ja richtig gut, Leute. Das funktioniert einfach richtig gut mit dieser Voodoo-Puppe. Wollen wir die Voodoo-Puppe verkaufen? Also eine verkaufen wir auf jeden Fall. Warum auch immer wir zwei haben. Oh, sie hat gerade an ihre Schwester gedacht. Und jetzt passen die beide auf ihre Tochter auf. Oh, so süß. Oh. Wie happy sie auch einfach hier sitzt und guckt, dass ihre Tochter schläft. Oh. Beobachtet so ein bisschen Sebastian, der hier einfach liest. Oh Gott. Jetzt schnappt sie sich auch ein Buch. Vielleicht will sie Sebastian einfach beeindrucken, indem sie sagt, guck mal, ich lese auch Bücher. So, so. Oh, wollt ihr jetzt gehen? Schade. Schade. Ich will es nicht lesen. Er hat Liebe in den Zeiten der Stulle gelesen. Den Blick zurücksetzen. Guck mal, jetzt können wir es da reinpacken. Okay, dann deck deine Maus mal zu. So. Ja, das... Wow. Wow. Dann schmeiß hier mal ein bisschen den Laden. Das sieht immer noch so dreckig aus. Putzen mit Elan. Können wir nicht sauber machen. Hier ist alles gut. Wir müssen den Laptop gleich mal wieder umdrehen. Kristalle haben wir nicht. Das heißt, wir müssen auf der Arbeit nochmal nach Kristallen gucken. Dass wir noch ein paar zu Georad schicken können. Dass wir unsere Elementarsammlung mal ein bisschen voll kriegen. Oh, die sind schon echt cute, das stimmt. Sebastian, so meine Bücher haben keine Bilder. Genau. Oh, so, jetzt putzt sie ein bisschen. Dann darfst du nochmal verwenden. Ja, du brauchst halt irgendwie Spaß, ne? Puh. Wir haben Winterfest! Oh mein Gott, wir haben Winterfest! Dann brauchen wir ein bisschen Weihnachtsdeko. Ja, dann können wir gar nicht zur Arbeit. Haben wir da nicht frei oder müssen wir arbeiten? Wir brauchen ein bisschen Weihnachtsdeko. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Komm. Alle Anzeigen. Packs. Jahresdaten. Und Deko. Ah, komm. Das
stockt immer so komisch. Okay, jetzt brauchen wir so ein bisschen Weihnachtsdeko. Mal gucken, ob wir da jetzt irgendwie was hinkriegen. Für das Geld. So. www.moveobjects. So. Hier haben wir ein bisschen was. Und hier. Und hier können wir was hinlegen. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Weihnachtsbaum. Dann packen wir hier das hin. Und hier kommt der Weihnachtsbaum hin. Oh, das ist schon süß. Oh. Aber jetzt schneit es ja irgendwie nicht. Deswegen ist es voll in mir vorbeigegangen, dass wir Winter haben. Was können wir noch gebrauchen? Hier so eine Vorlegematte, so für Weihnachten. Oh, das auf jeden Fall. Da und da. Und da und da. Ich gebe jetzt unser ganzes Geld für Weihnachtsdeko aus. Puh. Wir machen auch nur hier Weihnachtsdeko, weil wir ja hier hauptsächlich Weihnachten feiern. Würde ich sagen, oder? Und wir haben halt leider kein Kamin, aber wir brauchen einen Kamin. Weil sonst kommt Väterchen Frost nicht. Und wenn wir hier die Sachen ins Inventar packen und hier den Weihnachtsbaum hinpacken. Vielleicht ist das dann hier so ein geliehener Kamin oder so, ich habe keine Ahnung. Ich will, dass Väterchen Frost kommt. Wir können den Kamin danach ja wieder löschen. Guck mal, machen wir auch so ein bisschen in Mintfarben. Am Fenster sieht das einfach so schwachsinnig aus. Aber was soll man machen? Die Wohnung ist zu klein. Der kommt auch ohne Kamin. Nee, da hier im Gameplay-Modus steht, dass der nur kommt, wenn man einen Kamin hat. Ey, der kommt ohne Kamin? Ja, super, dann kann ich das doch rückgängig machen. Aber es wäre sonst echt schade, wenn wir kein Weihnachten dann richtig hätten. Wir können hier noch so ein bisschen dekorieren. Packen wir das mal dahin. Wobei Geschenke können wir ja so drunter legen. Mint hat halt auch nicht so viel. Guck mal, die Kleine hat dann irgendwie Weihnachtskarten gebastelt. Ja, wo haben wir Weihnachtskarten? Halloween? Hier sind Weihnachtskarten. Die hat die Kleine gebastelt. Aber so ein bisschen Weihnachtskram. Deko, Beleuchtung. Guck mal. Die kommen da drauf. Jetzt finde ich es irgendwie voll süß. Jetzt finde ich es richtig süß. Guck mal, da passt sowas noch rein. Jetzt ist das niedlich. Ja, okay, wir haben Weihnachtssachen. Jetzt kann es losgehen. Okay, wir Dekoration anbringen. Ach, süß. Okay, das ist süß. Ja, ich weiß, sie bringt theoretisch endlos viel Geld, wenn man hier irgendwie nach Deko wühlt und die Deko dann verkauft, aber nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, wir dekorieren jetzt. Dekorieren. Baumdecke. Eine Schneeflocke. Dekorieren. Girlande. Glocken in Blau und Weiß. Dekorieren. Schmuck. Blau und Weiß. Oh, Rot und Gold. Das wird ein komplett bunter Baum, Leute. Modernen Blau-Weiß. Weiß und Gold. Rot und Weiß. Blau und Weiß. Wir mischen das alles, damit das Mintfarbene, das Blaue so ein bisschen mit drin ist im Baum. Und natürlich Rubys Rot. Und wenn sie dann wieder wach ist, ja, sie steht bald auf, dann ist hoffentlich der Baum fertig geschmückt, dass wir Ruby damit überraschen können. Das wäre voll süß, oder? Ja, das ist so süß. Oh, ihr Weihnachten. Also da muss sie ja eigentlich nicht arbeiten, oder? Warum ist sie traurig? Vernachlässigte Freundschaft. Oh, mit wem denn? Sim-Profil öffnen.
Absolute Verehrung. Oh Gott, was hast du für ein Gefühl mit ihm? Tiefe Verbundenheit. Oh. Oh nein, das gibt's doch nicht. Der taucht dann in der Welt auf, am Briefkasten. Oh, ich dachte, das fängt an zu brennen. Oder an einem anderen Spawnpunkt. Okay, dann bin ich erleichtert. Vielleicht kann Mint mit dem Weihnachtsmann anbinden, dann bekommt das Kind Fetich und Frostmerkmal. Wollen wir das versuchen? Wir könnten Sebastian einladen zu Weihnachten, so zum Familienessen. Und dann versuchen, mit dem Weihnachtsmann Sebastian eifersüchtig zu machen. Wollen wir das machen? Nach dem Motto, wenn du mich nicht willst und du keine richtige Entscheidung triffst, dann bin ich weit weg vom Markt. Dann kannst du mich nicht mehr haben. Dass Sebastian dann vielleicht so ein bisschen in die Pötte kommt und sich vielleicht doch entscheiden kann. Ach, das sieht irgendwie schön aus. Das ist sehr bunt, aber ich finde es irgendwie süß, oder? Weil der Weihnachtsmann kommt ja 20 Uhr. Oder ist es nur, wenn er am Kamin da ist? Ich bin richtig fies, ich weiß. Ah, aber ich liebe den Tee. Wir werden ihn einladen, auf dem Grundstück abzuhängen. Und dann werden wir uns ranmachen, das Festmahl zu machen. Ein Truthahn-Festmahl. So richtig schön altmodisch. So, oder? Oh, das wird so schön fies sein. Oh, das ist das erste Weihnachten ohne ihren Vater. Der kommt zwischen 20 und 21 Uhr. Okay, das heißt, Sebastian muss ein bisschen länger da bleiben. Oh, stimmt, Mint ist Vegetarierin. Oh Gott. Danke, danke fürs Bescheid sagen. Ich habe schon wieder voll vergessen. Okay, dann machen wir natürlich eine vegetarische Version, die Tofu-Truthahn-Festmahl. So, das machen wir. Genau. Oder reagieren Sims sauer, wenn andere mit anderen flirten? Ja, weil ich finde es von der Story halt irgendwie unterhaltsam. Also wenn Sebastian Weihnachten lieber bei Mint verbringt als bei seiner Familie, muss das was heißen. Oder er macht das aus schlechtem Gewissen. Es kann auch sein, dass er so ein bisschen hin und her wechselt, weil Eloise weiß natürlich, dass er noch ein außereheliches Kind hat. Und ich glaube, Eloise ist so auch verständnisvoll, dass er auch Weihnachten so ein bisschen mit seiner anderen Tochter verbringen möchte. Erwartet aber natürlich auch, dass Sebastian trotzdem irgendwie zu Hause ist, dass er das so ein bisschen aufteilt zwischen seinen Kindern. Ich finde den Baum irgendwie süß. Der ist total bunt, aber ich finde das süß. Es sind auf jeden Fall beide repräsentiert, oder? Oh, Sebastian ist schon da. Guck mal. Hallo, mit Sebastian plaudern. Schön, dass du da bist. Möchtest du eventuell beim Kochen helfen? Mir einladen, zusammen zu kochen. Und die Kleine wacht gleich auf, kommt dann hier rein und sieht dann so die Weihnachtsdeko und den großen Baum und die Kerzen und alles ist schön. Oh, oh Gott, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon voll Bock auf Weihnachten. Habt ihr auch Bock auf Weihnachten? Ich habe voll Bock auf Weihnachten. Oh, hier auf dieser Ecke hier, ne? Oh, da bin ich. Ich hätte viel zu viel Angst, dass das Ding darunter klatscht. Dass ich alles nochmal neu kochen könnte. Das ist so süß irgendwie. Oh. Zu Weihnachten. Oh. Ich mache doch Geschenke unter dem Baum auf jeden Fall. Und Emily, danke schön für dein Follow. So, komm. Wir Geschenke. Berg unter Baum legen. Und sobald die Kleine wach ist, werden wir den Baum beleuchten. Ich habe gerade Lust auf Spekulatius. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Weihnachten und dann im Handel. Jetzt habe ich Panik vor Weihnachten. Oh no. Es ist schon anstrengend, ja. Hallo, No Cry. Vielen lieben Dank für dein Follow. Ich freue mich schon auf Weihnachten. Das wird unser erstes zu dritt. Wally, oh, das freut mich so für dich. Oh, das wird bestimmt richtig schön werden. Das wird bestimmt so schön. Das Kochen dauert aber lange hier. Wir spulen mal ein bisschen.
Er hilft jetzt gar nicht beim Kochen. Und sie ist wach. Sie hat Level 10er Kochfähigkeit. Chernole. Wow. Über Wissenschaft. Guck mal, kleine Maus. Lichtsteuerung. Oh, kann sie das nicht angucken? Was freut ihr euch so, die kleine Substanz? Oh. Gott, ist das süß. Es ist so niedlich. Hier, ich mache jetzt Weihnachtsmusik an. Hier. Hört ihr die Weihnachtsmusik? Oh, ich bin jetzt voll in Weihnachtsstimmung. Tut mir leid. Ich bin voll in Weihnachtsstimmung. So. Geschenke sind runter. Baum beleuchten mit... Oh, Mäuschen, du musst mitkommen. Hier sitzen. Guck mal, wir beleuchten jetzt den Baum. Ich weine gleich. Es ist so schön. Sebastian, komm. Wir wollen den Baum beleuchten. Vielleicht ist er vormittags da? Oh, schön. Oh, wie er sich auch freut. Das ist so süß. Es ist so süß. Sprich, komm. Jetzt spielen wir mit der Kleinen. Hier freundlich. Fragen, ob gut oder böse war. Oh ja. Komm. Warst du gut oder böse? Ich war gut. Oh Gott. Zu tief eingeatmet. Wir werden jetzt zum Festmahl rufen. Komm. Es ist so schön. Es gibt Essen. Kommt her, die Mama hat gut gekocht. Er hat schon wieder einen Kuss zugeworfen. Habt ihr das gesehen? So dieses... Sie freut sich so, dass ihr Papa da ist. Die Elle bekommt es so gut hin, die Kleinen so süß tanzen zu lassen. Aber die Babys sehen immer noch komisch aus. Leider. Leider. Es ist so süß. Setzt du dich auch hier zu Mama und Papa? Yes, 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 yes. Setz dich zu Mama und Papa. Oh Gott. Ja. Ho, ho, ho. Ist das schön. Luca, vielen lieben Dank für dein Follow. Oh, ist das schön. Ist das schön, ich komme nicht drauf klar. Dehne dich! Das mache ich doch gerne. Dann könnt ihr weiter hier die Happy Family beobachten und ich dehne mich mal ein bisschen. Oh. Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Oh. Oh, das tut gut. Das tut sehr gut. Oh. Das tut gut. Sebastian, du stehst voll im Bild. Oh, und da draußen creept jemand rum. Das ist auch toll. So. Oh. Oh. Zwischendurch mal aufstehen ist toll. Oh. Seht ihr meinen schönen Bauch? So. Dankeschön für diese Dehnungseinheit. Ihr seht richtig gut dabei aus, ja. Mhm. Oh, ich liebe die Kleinkinder. Die sind einfach so niedlich. Oh, du musst Pipi, kleine Maus. Komm, geh mal Pipi. Ich räum das mal weg. So, ein Teller und so viel Müll. Das ist der Hammer. Lichter bewundern. Oh, können wir hier nicht zusammen singen? Zusammen singen. Nein, Sebastian, warte. Sebastian, wir müssen noch singen. Bitte, wir müssen singen. Swingle-Sips, hier. Wir müssen singen. Komm, bitte. Du kannst nicht schon gehen. Kann nicht schon gehen. Ich meine, wir können ihn später immer noch anrufen. Wenn der Weihnachtsmann da ist. Alter, die haben so eine hohe Leiste. Das ist so krass. Peppa, wir rufen dich nachher an, okay? Wir können Peppa auch einladen. Du stehst falsch.
Okay. Ja, er hat Familie, er muss gehen. Das stimmt. Gesellschaft genießen. Ist das süß. Nochmal alles Gute nachträglich zu deiner Hochzeit. Dankeschön, Emily. Vielen lieben Dank. Ringe Barcelona. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, weil das ist so leise irgendwie. Na, ich weiß, du musst zu deiner Familie. Bye. Ich fahre jetzt bei meinem roten Porsche wieder nach Hause, okay? Und die Kleine sitzt hier und denkt so, Daddy! Daddy! Oh, jetzt habe ich im Kopf, dass die Kleine ihm hinterherläuft. Oh, das ist traurig. Das ist super traurig. Oh nein, Annika, gute Besserung für deine Oma. Ich möchte momentan keine Kinder. Ah, das passt ja ganz gut. Komm mal, wir laden jetzt Peppa ein. Nur zu Weihnachten. Wer nicht weiß, wer das ist, Peppa ist Minchs Zwillingsschwester. Hä, ist Sebastian schon wieder da? Nee, weil er gerade irgendwie in der Beziehungsleiste da nach vorne gesprungen ist. Hallo Peppa, es ist so schön, dass du da bist. Wir machen zu wenig mit unserer Familie. Geheimhandschlag. Oh ja. Yeah. Ist ein bisschen frisch, ne? Ist ja auch Winter. Aber der Brille drückt momentan. Sie ist sehr angespannt. Warum? Oh, süß. So ein Zackengefühl erhalten. Hier, schau mal. Schau mal, Peppi. Wir haben hier zusammen singen. Guck mal. Lass uns Maisie zusammen singen. Oh, was erzählt denn Peppa schon wieder? Die Zwillingsschwester ist auch ein Alien. Ja, genau. Die Lütte ruft und rennt ihrem Papi hinterher und seine Frau sieht die Kleine und zack ist der Tigesbild. Ja, oh. Mäuschen, willst du vielleicht mal reinkommen? Oh, warte, ich mache die Musik mal eben auf Pause. Ich hoffe, ihr hört das. Das ist so schön. Und Peppa so. Mint fühlt das richtig. Das ist so schön. Ach, schön. Das ist so schön. Oh Gott. Zuschauen. Hier, du musst doch ein bisschen was lernen. Denken. Hier, wo ist dein Tablet? Hier, komm. Geh noch ein bisschen Tablet lernen. Hast du... Du hast gar nicht aufgegessen. Macaroni und Käse. Ja. Uah. Nee, das isst du nicht mehr. Das isst du bitte nicht mehr. Du darfst hier den Müll lernen. Oh. Und dann können wir... Können wir die Geschenke nicht aufmachen? Oh, aufgeregt sein! Oh, sei aufgeregt! Peppa, das ist unsere Badewanne? Und dann werden wir nachher noch die Geschenke öffnen. Mit, natürlich. Mit der Mama. Nein! Okay, sie darf noch ein Nickerchen machen. Ein kleines Nickerchen darf sie noch machen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt an Sirenen denken muss. Sie wollen dich zu irgendwas verführen. Kann sein. Ihre Stimme ist der Hammer, oder? Peppa richtig gelangweilt, aber singen so schön. Peppa ist richtig gelangweilt. Ich glaube, Peppa ist auch einfach nicht so... Peppa mag genauso wie Mint eigentlich keine Kinder. Und ich weiß auch nicht, wo ist Peppa jetzt eigentlich? Peppa spielt Schach. Okay. Peppa ist wahrscheinlich auch eher so karriereorientiert und findet... Oh, sie will das Töpfchen sauber machen. Vielleicht habe ich sie doch falsch eingeschätzt. Vielleicht ist sie auch einfach nicht gut drauf, hat irgendwie Kopfschmerzen oder hatte Stress mit den anderen Geschwistern oder so. Man weiß es nicht. Danke, Peppi. Magst du die Kacke bitte einfach direkt wieder rausbringen? Guck mal, das unterstützt meine These, dass sie Kopfschmerzen hat. Vielleicht so vom Nacken, vielleicht hat sie sich verlegen in der Nacht, das kann alles sein.
So, du darfst jetzt hier noch ein bisschen spielen, solange die Mama noch schläft. Die Mama möchte Yoga üben. Nee, du darfst... Nein, danke. Du darfst pinkeln. Und dann müssen wir Sebastian gleich wieder einladen. Wegen dem Weihnachtsmarkt. Mal gucken, ob da irgendwas passiert. Vielleicht war es ja so abgesprochen, dass er den Vormittag so ein bisschen bei Mint verbringt. Den Nachmittag dann bei seiner Familie, bei seiner Frau. Dann zum Heiligabend, zum Geschenkeverteilen nochmal zu Mint und Ruby kommt. Und dann aber wieder zurück muss zu Eloise, um da die Bescherung zu machen. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Sim-Profil öffnen. Hier, bekannter Alien. Ach, es ist süß. Es ist einfach süß. Hier, ruf mal bitte Sebastian an. Der kann langsam mal wieder vorbeikommen. Es ist schon 18 Uhr. Und dann geht's hier bald los. Wir haben hier auch noch 2 Stunden. Oh, lange hält das nicht mehr. Aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Hier, du kannst aufhören zu spielen. Sebastian kommt gleich rüber. Und ich will jetzt sehen, wie sie aufgeregt ist. Anoreth, hi, schön, dass du da bist. Vielleicht hat Papa auch schlechte Laune, dass sie nicht mehr mit ihrem Dad Weihnachten feiern kann. Ja, aber ich glaube, dann wäre sie eher traurig gewesen, als wirklich so angepisst. Wie aufgeregt sie ist. Oh, ist das süß. Oh. Tanzen. Okay, dann tanz mal, kleine Maus. Nee, du kommst mal auch bitte hierher. Oh, guck mal. Sebastian ist da. Das heißt, wir können jetzt Geschenke öffnen mit Mama und Papa. Oh, schön. Schön. Komm, Mint. Oh, das wird toll. Das wird toll. Mit Weihnachten habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber jetzt liebe ich's. Es wird Weihnachten. Geschenke werden geöffnet. Ach, Sebastian, du bist voll reingelaufen. Oh. Oh, wie die Kleine sich freut, dass sie Geschenke gekriegt hat. Oh Gott, ich muss da Bilder von machen. Es ist so niedlich. Das erste Weihnachten mit Kind. Oh Gott. Mir hat Folgendes erhalten. Ein Schachtisch. Oh, wie schön. Und Ruby hat einen Frachtwagen bekommen. Oh, Mint. Mint macht keinen Mist jetzt. Oh nein, sie tauscht die Geschenke aus. Oh, Mint, das ist voll gemein. Ja, natürlich ist dann Sebastian sauer. Kannst du dich bitte entschuldigen? Ich meine, zum Glück haben ja alle ihre Geschenke schon ausgepackt. Aber das geht gar nicht. Komm, kannst du dich entschuldigen, bitte? Nee, Ute, sorry. Geht jetzt gerade nicht. Wir fragen immer, wann das sein Tag. Wir fragen, wie es bei Eloise war. Genau. Oh, ich liebe euch so sehr. Oh, es ist so schön. Josie, hi, schön, dass du da bist. Ach Gott, schön. So, jetzt warten wir auf den Weihnachtsmann. Ist... Oh, Peppa ist gegangen. Peppa ist gegangen. Okay, vielleicht will sie mit ihren anderen Geschwistern auch noch feiern. Das kann auch sein. Aber wir haben sie immerhin gesehen. Nee, ein Weihnachtskleid hat sie leider nicht. Leider nein, die haben jetzt keine besonderen Weihnachtsoutfits bekommen. Erstmal alles angucken. Schön, aber gleich müsste der Weihnachtsmann kommen. Also es war auf jeden Fall schon voller Erfolg für die Familie. Nein, bleib hier. Vielleicht pieksen wir ihn nochmal? Hä, hey, wo ist unsere Voodoo-Puppe? Wo ist unsere Voodoo-Puppe? Hier, setz dich mal bitte dahin. Oh nein. Oh nein. Denn da kann ja keine richtige Stimmung aufkommen hier. Ich glaube, ich habe unsere Voodoo-Puppe verloren. Ich wollte doch Sebastian nochmal pieksen. Ich habe das einmal gesehen, dass der Vater ungespielt an... autonom seinem Kleinkind ein Geschenk gegeben hat. Ich wusste gar nicht, dass das geht und fand das so süß. Das ist richtig süß. Aber Weihnachtsmann kam noch gar nicht.
Ja, komm, dann singen wir nochmal. Zusammen singen. Singen wir das da, was auch immer das ist. Komm mit, es wird jetzt gesungen. Ich glaube, die Musik ist gerade sowieso zufälligerweise jetzt gestoppt. Guck mal, ich ersetze das jetzt mal. Hier so. Jetzt dürft ihr wieder singen. Und dann kommt der Weihnachtsmann hoffentlich. Ben, danke schön für den Follow. Na, vielen Dank. Er hat auch eine tolle Stimme, finde ich. Sebastian so piekst sich selber. Es war ein Versuch. Es wäre ja jetzt zu Weihnachten sehr romantisch gewesen. Aber ich finde es schön. Ich rechne es ihm hoch an, dass er überhaupt gekommen ist, um mit Min und Ruby so ein bisschen Weihnachten zu feiern. Dass er so das ganz gut hingekriegt hat, dass, ja, so der Spagat zwischen beiden Familien irgendwie. Deso, danke schön für den Follow. Vielen lieben Dank. Und die Kleine ist am Spielen. Es ist super süß. Schlafen. Also ich will jetzt nicht einfach schlafen legen. Wow. Aber der Weihnachtsmann war doch noch gar nicht da. Da ist der Weihnachtsmann. Hier ist der Weihnachtsmann. Wir werden uns bezaubernd vorstellen. Komm. Wir werden Sebastian jetzt ein bisschen eifersüchtig machen. Vielleicht bekommt das ja auch gar nicht so mit. Können wir hier Papa runterrufen? Nö, ist so weit weg. Oh, du musst pinkeln, kleine Maus. Hallo, lieber Weihnachtsmann. Ja, aber so ein attraktiver ist er jetzt nicht, oder? Wir werden... Achso, geht noch nicht. Geht jetzt. Wir werden einfach sehr romantisch mit ihm sein. Wir werden ihn anflirten. Und dann wird Sebastian sehen, was er davon hat, dass er Mint hinhält. Keine Ahnung, das ist alles so komisch. Das ist alles so komisch. Mein Name ist Sebastian. Sebastian kann sich ja nicht entscheiden. Ich würde so gern einfach mit Sebastian so ein bisschen weiterkommen. Mutiger Anmachspruch. Habt ihr Sebastian da im Hintergrund einfach rumlaufen sehen? Schlüpfrige Frage stellen. Geht er jetzt? Ist er gegangen? Oh wow, sie findet den Weihnachtsmann attraktiv. Ja, das ist ja... Das ist ja schön. Ist Sebastian jetzt gegangen? Er ist einfach gegangen. Wow. Wow, er ist einfach gegangen. Hier, magst du Ruby bitte ins Bett bringen, weil es ist schon echt spät. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Komm, bring die Kleine ins Bett, bitte. Min will nur extra Geschenke. Oder sie mag die Route vom Weihnachtsmann. Farina, das ist familienfreundlich hier. Also wirklich. Und dann redet sie vielleicht einfach noch ein bisschen mit dem Weihnachtsmann. Und der Weihnachtsmann hat mitbekommen, dass der Sebastian dann einfach gegangen ist. Und wie Min ihm hinterhergesehen hat. Und hat dann Min gefragt, was denn los ist. Ob er irgendwie helfen kann. Und dann hat Min einfach angefangen zu reden. Und gesagt, dass sie eigentlich in Sebastian verliebt ist, aber Sebastian verheiratet ist und sie das eigentlich akzeptieren möchte. Hallo, warum geht das nicht? Hör auf zu lachen. Ach, das geht. Komisch. Das Spiel will, dass wir ein bisschen schneller machen hier mit den romantischen Interaktionen. Und dann führte irgendwie das eine zum anderen. Der Weihnachtsmann hat dann so seine Hand auf ihr Knie gelegt, wollte sie eigentlich ein bisschen trösten und dann haben sie sich tief in die Augen gesehen und dann führt irgendwie eines zum anderen und... Techtelmechtel! Das habe ich nicht angeklickt! Das habe ich nicht angeklickt! Okay, dann mache ich den Kuss wieder weg. Ja, und dann hat Min scheinbar ein Techtelmechtel mit dem Weihnachtsmann. So gegen ihre Einsamkeit. Shalia, danke schön für 4 Monate. Vielen, vielen lieben Dank.
Oh wow. Oh wow, das passiert, wenn man einsam ist. Techtelmechtel helfen nicht gegen Einsamkeit, okay? Das muss Mint noch lernen. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Kondome hat oder so. Nö, hat sie nicht. Toll. Toll. Super. Großartig. Gut, dass die Kleine schläft. Ich hab voll gespuckt gerade. Entschuldigung. Mint geht richtig zur Sache. Ich glaube, die Frage ging von Mint aus, ne? Oder ging die von ihm aus? Ich glaube, von Mint. Oh Gott, was für ein Weihnachten. Was für ein Weihnachten. Und sie bleibt jetzt liegen und schläft und der Weihnachtsmann geht jetzt. Und der ist weg. Und der ist weg. Und der ist weg. Und sie denkt so, hä, war das alles nur ein Traum? Aber Winterfest war auf jeden Fall erfolgreich. Was war das für ein Weihnachten? Nee, Mint nimmt keine Antibabypille. Damit sind mir schon zu viele Unfälle passiert. Also nicht mir, sondern mein Sims. Oh, großartig. Und Ruby ist sehr hungrig. Haben wir hier noch was zu essen drin? Öffnen. Gucke mal, kleine Maus, da kannst du was essen und die Mama muss die Mama arbeiten. Ja. Aber wir werden trotzdem mal einen Schwangerschaftstest machen, weil sicher, sicher. Ja, ein ganz besonderes Geschenk vom Weihnachtsmann. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ganz besonderes Weihnachtsfest. Och nee, Maus. Hier, essen bitte. Und du solltest einmal bitte zur Toilette. Und dann darfst du deiner Tochter beim Essen Gesellschaft leisten. Sie ist nicht schwanger. Sie ist nicht schwanger. Es hat keine Folgen gehabt. Sie ist nicht schwanger. Kein Geschwisterkind. Kein Geschwisterkind. Oh Gott sei Dank. Das wäre hier in diesem Haus doch echt eng gewesen. Hätten wir nochmal anbauen müssen. Okay. Das hat dann doch besser geklappt als gedacht. Oh, sie muss noch zwei Durchbrüche erzielen. Darf sie hier nochmal was essen? Sie darf hier verwenden. Sie darf hier Aktionen überdenken. Und sie darf nochmal ein Yoga machen. Haltung einnehmen. Ich weiß gar nicht, ob irgendwie was dafür bringt. Hier Gedankenkonzentration. Bringt das was? Ich sag doch Rute. Schade. Tja, Farina, es hat nicht geklappt. Es gibt kein Geschwisterchen für Ruby. Jedenfalls nicht von Väterchen Frost. Oh, vielleicht war es ja dann doch nur ein Traum oder so. Oh, sie kriegt aber kein Durchbruch. Oh nein, sie ist sehr verspielt. Das geht nicht. Das geht nicht. Hier, nimm mal ein Schaumbad. Entspann dich ein bisschen, Mint. Komm. Entspann dich einfach. Entspann dich bitte einfach. Sie ist nur noch verspielt. Das ist gut. Ich dachte gerade, die geht in Klamotten. Mit einem Baby. Auch hätte sie es best schon eifersüchtig machen können. Das stimmt. Das stimmt. Hey, du bist gar nicht sauber. Abwarten, was geschieht. Nee, ihr... Schaumbad nehmen. Ich würde in Badewanne spielen mal sehen. Badet sie dann auch? Ich habe das bei Erwachsenen noch nie gesehen. Oh, kleine Maus. Oh, ich hoffe so sehr, sie behält ihre Spitzenöhrchen. Das fand ich so schön. In Badewanne spielen? Hast du das jetzt gemacht? Hey, du solltest pinkeln, bitte. Ja, das macht sie nicht. Schaumbad nehmen? Hä, warum... Ein kurzes Bad? Hä, warum will sie nicht baden? Ja, du kannst mit ihr mal ein bisschen spielen. Lustige Gesichter schneiden. Wegen Ruby? Oh, das kann sein. Und sie war immer noch nicht pinkeln. Komm, geh bitte Pipi machen, Ruby. Geh bitte Pipi machen. So ist gut. So ist gut. Okay, Weihnachten ist vorbei. Wir machen mit. Oh Gott. Was für ein Weihnachtsfest. Aber ich fand das irgendwie... Irgendwie fand ich das richtig schön.
Das war so richtig schön. Ja, irgendwie doch familiär. Und dann irgendwie auch sehr witzig. Ich finde es schade, dass Jonathan nicht mehr zur Arbeit kommt. Ob er gekündigt hat? Das fand ich sehr schade. Weil der wäre auch eventuell... Oh, unerwarteter Besuch? Eventuell auch eine gute Ablenkung gewesen von Sebastian. Alarm! Aliens haben dieses Hauptquartier infiltriert und wollen sich als Sims durchschmuggeln. Sehr verdächtig. Halte nach ihnen und sabotierte Ausrüstung Ausschau. Oh mein Gott! Pirate Lady, hi, schön, dass du da bist. Jetzt schaffe ich es endlich mal wieder. Ich hoffe, deine Hochzeit war schön und nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen lieben Dank. Danke, danke. Oh, ich finde die Outfits so cool, ne? Ich finde die Outfits so, so cool. Jan Savalani kennenlernen. Okay, wer ist das? Das ist er nicht. Das ist er nicht. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja tatsächlich Aliens. Hier. Wir müssen ihn kennenlernen. Freundlich. Oh. Geheimhandschlag. Er ist einer, aber ich glaube, das wussten wir schon, oder? Kennenlernen. Kennenlernen. Hier, kennenlernen. Der ist ein Alien. Definitiv. Ja, wir haben ihn doch gerade kennengelernt. Oder jetzt erst? Absurdes Gerücht bei einem Touristen verbreiten. Hä? Bist du Tourist? Absurdes Gerücht. Also lustig. Absurdes Gerücht. Hört doch mal auf, euch zu bewegen. Ich treffe euch so gar nicht. Wo sehen wir das? Absurdes Gerücht. Freundlich? Absurdes Gerücht? Oder ist das bei Unfug? Hier, absurdes Gerücht verbreiten. Mal gucken, ob das klappt. Na? Experimentieren. Nee, wo ist denn ein Tourist? Bist du ein Tourist? Hier fröhlich vorstellen. Komisch, warum sind wir eigentlich hier im Büro? dann werden wir umarmen. Umarmen, können wir schon umarmen? Umarmen? Irgendwo? Hier, umarmen. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Bist du Tourist? Ja. Und jetzt können wir hier ein absurdes Gerücht verbreiten. Und nach Tag fragen. Freundlich? Nach Tag fragen. Oh, was war das denn? Persönlichkeit analysieren. Ja, das... Oh mein Gott. Dem hat das gefallen? Dem hat das gefallen? Warte, 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 wir müssen ein absurdes Gerücht verbreiten. Hallo zusammen, hab nicht erwartet, noch live dabei zu sein. Wollte gerade Knott's Berry nachschauen und jetzt mit dabei. Cool, freue mich. Oh, schön, das freut mich, Kiska. Einzelgänger, ein Perfektionist, okay. Nein, 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 du machst jetzt... Nein, 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 nein. Tiefgründiges Gespräch mit Pepper? Warte, Pause. Also wir müssen immer noch ein... oh, nee. Hä, wo ist denn die Trolla hin? Ist Pepper hier? Ist Pepper hier? Ich sehe sie nicht. Pepper ist da! Also absurdes Gerücht und tiefgründiges Gespräch. Das ist ja schön. Sie besucht unsere Zwillingsschwester besucht uns auf der Arbeit. Wie cool ist das bitte? Das ist richtig cool. Wir müssen noch ein tiefgründiges Gespräch führen. Bis man das gefunden hat, ne? Tiefgründiges Gespräch. Hier. Komm, und bitte setz es nicht wieder zurück. Disney Legacy kommt
Freitags. Das ist voll cool. Und sie ist schon wieder schlecht gelaunt. Sie ist immer schlecht gelaunt. Es tut mir ja leid, dass ich hier arbeite, okay? Ich hab das von Dad. Erschrecken. Oh, ich will sie nicht erschrecken. Unfug, erschrecken. Und Mint ist materialistisch. Ja, das passt ja gut, weil Mint ist ja auch materialistisch. Da müssen wir noch die Analyse üben. Hallo, gehst du bitte weg? Tschüss. Und eine lustige Geschichte müssen wir erzählen. Lustig und eine lustige Geschichte. Beleidigen. Oh, nee, komm, dann beleidigen wir den hier. Wobei, das ist kein Tourist. Oh, dann müssen wir sie beleidigen. Gemein. Beleidigen. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich kann ja wieder unsere normale Musik anmachen. Weihnachten ist vorbei. Oh, nee, komm, wir üben jetzt die Analyse. Oh, und es tut dir so leid, sofortige Reue. Hast du dir schon mal gewünscht, du könntest zurücknehmen, was du gesagt hast? Dies ist einer dieser Momente. Oh, wir müssen uns entschuldigen. Eine geschickte Entschuldigung. Das geht doch sonst nicht. Sie scheint es angenommen zu haben. Oh. Schön, dass du wieder streamst. Ich hoffe, deine Hochzeit war schön und ihr hattet gutes Wetter und viele liebe Menschen um euch herum. Mimimi, danke schön. Haben wir, ja. Es war eine sehr, sehr schöne Hochzeit. Ist nur noch nicht so richtig verarbeitet, dass man jetzt wirklich verheiratet ist. Das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Nachbarschaftsvernetzung starten. Wir haben keine Satellitenschüssel. Gerät erfinden. Oh, beliebiges Metall. Wir müssen hier erstmal an Metall und sowas kommen. Freundlich, Metall bitten. Freundlich, Kristall bitten. Nee, das ist... Wir können ein Serum testen lassen. Hey, wohin ging das doch, oder nicht? Serum testen lassen? Bei Sebastian konnten wir das vorhin machen. Hier, Serum testen. Hier, bitte. Hör mal auf, bitte. Auf dem Dach? Ach stimmt, hier habe ich ja eine platziert. Oh Gott sei Dank habe ich daran gedacht. Nachbarschaft, Vernetzung. Blasenepidemie, wütende Stadt, Tanzparty, Knockout, glückliche Stadt. Ich mach Tanzparty. Wir wollen eine Tanzparty. Tanzparty finde ich süß. Ach, da sitzt sie ja. Oh Gott, ich habe sie gerade gar nicht gesehen. Yay! Jetzt müsste er ja eigentlich wütend werden, glaube ich, oder? Hör mal auf zu quatschen. Machst du das mit... Yay! Yes, 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 yes. Das haben wir geschafft. Geht das? Haben wir das jetzt gemacht? Nachbarschaft vernetzen. Tanzparty. Können wir... Aliens kontaktieren. Ich will Aliens kontaktieren. Das finde ich cool. Und? Kontaktieren wir Aliens? Oh nein, es regnet. Wow. Wow. Okay, ich glaube, wir buddeln hier jetzt noch so ein paar Sachen aus. Nach Schatzgraben. Hier, wir bleiben noch mal ein bisschen länger arbeiten. Graben, graben. Wir brauchen noch ein paar Kristalle, dass wir unsere Elemente vervollständigen können. Graben. Kannst du mir deine Modliste in den Chat schicken? Ausrufezeichen Modliste. Da ist dann, sind dann alle Mods drin, die ich benutze. Es wird die Aliens zu uns führen. Vielleicht entführen sie uns ja sogar. Ah, guck mal. Da ist einer. Da ist ein Alien. Zahara. Oh, das ist ein cooler Name.
Das ist ein cooler Name. Mint hat eine Kapsel ausgegraben, was wohl darin sein mag. Ich brauche Kristalle. Und oh, jetzt kommen die Aliens. Da ist auch wieder einer. Ah, oh, wie cool. Oh, nee, lass mal. Wir brauchen nur Kristalle. Oh, da ist auch eine. Wow. Hier auch. Nach Schatz graben, 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 graben. Mal gucken, was wir so alles auftreiben können. Hier. Yes, 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 yes. Ja, auf jeden Fall. Richtig gut. Ach, schade. Schade, aber wir haben es gut hingekriegt. Wir haben es gut hingekriegt. Das muss strecken. Oh Gott. So, mal gucken, ob wir jetzt hier was für unsere... ist alles wegklicken. So. Für unsere Elementesammlung haben. Achso, ich werde sie erstmal aufs Klo schicken lassen. Die arme pinkelt sich sonst gleich ein. Aber wäre hier ja auch nichts Neues, ne? Glibberin? Oh nein, Glibberin haben wir schon. Und Alcinit? Scheiße, haben wir auch schon. Oh nein. Aber wir werden das zu Georad schicken und das zu Georad schicken. Zu Georad schicken, zu Georad schicken, zu Georad schicken, zu Georad schicken. Schick das alles zu Georad, komm. Ups. Zu Georad schicken, zu Georad schicken. Mal gucken, was wir irgendwie dafür bekommen. Und die Sachen werden wir öffnen. So. Auch öffnen, bitte. Das kannst du aufräumen. Und die Sachen können wir verkaufen. Wobei, verspieltes Deko finde ich eigentlich ganz süß, gerade so für die Kleine. Hier, emotionale Aura aktiviert. Passt zwar nicht ganz rein, aber ist egal. Hier auch, haben wir auch so verspieltes Dekor. Emotionale Aura aktivieren, dann ist sie immer so ein bisschen verspielt. Das finde ich auch nicht verkehrt. Da kriegen wir richtig Kohle für. So, sehr schön. Der MCC hat wieder ein Update bekommen. Ja, das weiß ich. Das habe ich auch schon aktualisiert. Das habe ich vor dem Stream extra noch gemacht, beziehungsweise vor der Aufnahme. So, jetzt kann sie was essen. Du bist auch bald Geburtstag. Ne? 4 Tage. Ich glaube, im nächsten Stream hat die Kleine tatsächlich schon Geburtstag. Oh, sie levelt gerade... Wo bist du denn? Da draußen sitzt du. Okay, frische Luft hat doch keinem Kind geschadet. Schön, dass sie so ein bisschen Fantasie levelt. Bewegung hat sie bald voll und Fantasie muss sie noch ein bisschen. Aber es sind gute Chancen, dass wir alles auf 5 kriegen. Gravel Michi, hi, schön, dass du da bist. Aber bei ihr haben wir ja, glaube ich, auch alles genau auf voll. Also wir haben hier gute Manieren und sowas voll gekriegt. Und wir haben... Wo ist es? Hier, Muster auf das Kleinkind. Und das kriegen wir bei Ruby, glaube ich, auch hin. Nee, magst du bitte erstmal duschen? Hier, du kannst dir das säubern und du darfst hier ein kurzes Bad nehmen. Oh, schon wieder dreckig. Nein! Und dann darfst du schlafen. Die Kleine darf auch gleich ins Bett. Hier, leg dich mal schlafen. War ein aufregender Tag, das Kind muss an die frische Luft. Ja, genau, hat das nicht jede Mutter irgendwann mal gesagt? Vor 20 Minuten kam ein erneutes MCC-Update. Im Ernst? Ich hab's vorhin erst aktualisiert. Oh, das gibt's doch nicht. Warum updaten die das so oft momentan? Ist da irgendwas los? Habe ich irgendwas verpasst? Ein Geschenk öffnen. Aber du hast schon Geschenke gehabt, Maus. Weihnachten ist vorbei. Guck mal, sie hat noch einen Heureka bekommen. Das ist gut. Eins fehlt ihr noch. Kannst du nochmal aufs Klo gehen und dann bekommst du noch einen Heureka? Das wäre toll. Oder hier nochmal Aktion überdenken? Komm, das wäre toll. Das wäre toll. Alter. Ja, hat sie! Yay, sie hat Durchbruch, genau so heißt das. Oh Gott, wer ist schwanger? Okay, keiner von uns.
keiner von uns. Sehr gut. Dann darfst du jetzt schlafen gehen. Wir haben 3 Stufen fehlt noch. Pionieren neuer Technologien. Das wird cool. Das wird cool. Aber ich glaube, ich muss den Stream jetzt langsam beenden. Denn wir haben gleich noch einen Termin. Und ja, aber ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall dabei wart. Ich werde mal die YouTube-Aufnahme beenden. Liebes YouTube, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, schaut unbedingt unten in der Videobeschreibung auf dem Link auf unserem, also auf dem Twitch-Kanal vorbei. Da spielen wir das immer. Bisher dienstags ab 16 Uhr spielen wir die Not So Berry Challenge. Aber ab November gibt es neue Streaming-Zeiten. Da werde ich aber nochmal gesondert einen Community-Post machen. Also behaltet den auf jeden Fall auch gerne im Auge. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich mega über einen Daumen nach oben freuen, denn über einen Daumen oben, das hilft dem Kanal sehr und ist nur ein ganz kleiner Klick. Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye!